Alter, was geht ab, Leute? Hier. Döner-Time. Irgendein Zuschauer hat mir den schon sehr, sehr lange empfohlen. Als ich noch gevloggt habe vor Food, hat er mir den schon empfohlen. Der soll sehr gut sein, nur ist er sehr weit weg. Hinter Pasing, hinter den Mauern. Aber heute habe ich Auto klar gemacht. Wir checken erstmal hier einen Bubble Tea ab. Der ist auch ziemlich weit weg. Kombinieren das und fahren zu dem weit weg gehypten Döner. Let's go. Bubu-Tee. Seht ihr, Leute, auf was für Reisen ich für euch gehe, um wirklich alle zu testen und eure Empfehlungen und alles. Schaut mal, Leute, sieht echt gut aus. Geile Angebote. Sehr geil aus hier. Die Leute sind hier sehr nett, Leute. Ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass dieser Laden auf die 1 kommt. So der Underdog am Marsch der Welt übernimmt die 1 und entthront Comeback. Das wäre geil. Nein, ich habe iPhone. Der regelt das, reguliert das schon. iPhone zu krass, Leute. Oder? Puh, let's go! Ich habe einen neuen Move, Leute. Das ist nicht mehr der hier, er ist der hier. Oh, frische Äpfel. Frische Äpfel, Leute. Sind ja tatsächlich frisch geschnitten. Haben wir das schon mal irgendwo gesehen? Nein. Cheers with you, Leute. Auf uns. Warte. Also lecker. Boah, hast du auch mit Perlen. Mhm. Mhm. Fresh. Ich finde es nicht zu süß. Ich habe auch guten Biss. Tapioca, guter Biss, ja. Leichte Süße. Aber ich habe schon gemerkt, wegen Tapioca, weil die Dame meinte, die Chefin, hey Schatz, haben wir noch genug Tapioca? Wenn nicht, mach neue und so. Das heißt, fresh. Nicht in der Früh so einen Haufen und dann über den Tag verwesen die so. Oder am nächsten Tag. Oh ja. Gut. Nicht schlecht. Mhm. Jetzt müssen wir perlen. Guter Teegeschmack. Mit einem Hauch Milch. So wie ich es mag. Nicht zu süß. Und. Kennst du es, wenn zu viel Tee und zu alt ist, dann ist es so bitter? Ja. Perfekt. Ist es nicht so? Der Tee ist definitiv nicht alt. Der ist gut. Ist er jetzt die Nummer 1? Nein. Aber der ist auch der Klassiker. Wir haben viele geile Angebote. Nicht die 0815. Nicht die 0815, die haben echt geile Sachen. Hätte gerne was anderes genommen, aber für die Testreihe muss ich den nehmen. Stark, Alach, stark. Der Fruchtige ist gut. Ja, stark, Alach. Das war der Spring Love mit Erdbeer, Litchi und Apfelstückchen. Wir suchen Spenden als Aushilfen. Meldet euch bei mir, Leute. Ich vermittle euch. 50 Euro Vermittlungsgebühr. Also. Ja, der sieht gut aus, ja. Drauf sieht man. Der sieht gut aus. Der ist auch gut. Hinter Pasing sind wir, Leute. Kumpis Kebab, der soll krass sein. Original Berliner Döner. Falls ihr das oben seht, beste Döner in town. Let's go! Leute, sie hat gesagt, das ist Käse. Ja, spieß sieht geil aus. Schaut's mal, Leute. Schauen wir mal, Leute. Der wurde sehr sorgfältig zusammengebaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir checken das Fleisch. Sehr gut gewürzt. Knusprig. Schön dünn. Das dreieckige Brot, das liegt.
ein paar von euch. Mir ist es eigentlich voll egal, welches Boot. Also das Boot macht schon viel aus, aber die Form ist mir eigentlich egal. Wir gehen rein. Der ist krass. Der ist krass, kann ich schon jetzt sagen. Sehr geile Soße. Bombe. Was für ein Video, YouTube, TikTok, alles. Super saftig. Super saftig. Auf TikTok jetzt? Alles. Ich heiße überall Greg, Bro. Sehr. Da lauert jemand, dass mir Fleisch runterfällt, Leute. Ja, stark. Mhm. Ja, das ist gut. Nicht so gut wie Lokanten. Würde ich nicht direkt sagen. Nur Fleischstöcke. Was ich tatsächlich echt gut finde, ist, die tun Fleisch, dann Gemüse, dann Soße und dann noch mit Fleisch drauf. Die eine ist noch nicht mal da, ne? Ja, das ist eigentlich Salat. Das ist Salat untergefallen. Salat. Ist sie alles? Hast du Gemüse? Was ist sie nicht? Salat. Letztens hat eine Frau in der U-Bahn ihrem Hund Äpfel gefüttert. Mir ist die auch was? Äpfel, Karotten, Paprika, Gurken. Salat mit Soße. Sehr geiles Boot, super dünn. Was sind viele Leute? Fühle ich. Bisschen zu viel von diesem. Der Geschmack ist sehr dominant. Geiles Teil. Soße, gell? Und das Salz.
Salz ist ein Geschmacksverstärker. Ja, stimmt. Und in Berliner Döner in München definitiv die Hand. Nach meinem Geschmack. Ich weiß zum Beispiel, wo wir bei Bauers waren. Das Hähnchen hatte einen gewissen Geschmack. Einen sehr starken Geschmack. Feiern viele. BLM sind aber auch stark. Mit dem Kalt. Ja, vom Gesamtding her. Das wäre ja schon am besten. Kumpes Döner. Oder Kumpir? Nee, Kumpes. Döner hinter den Mauern. Sehr guter Döner. Zählt halt nicht mehr zu München, aber Top 5 München könnte man sagen. Top 5 München. Der berlinerischste Döner in München. Also so kriegt ihr den mit dem Brot, mit dem Fleisch und den Soßen in Berlin. Und Kuss geht raus an den Zuschauer, der mir diesen Laden schon sehr lange empfohlen hat. Top, top Döner. Das Problem ist halt, der ist echt schon weit. Und der war jetzt nicht so krass, dass ich sage, hey, ich muss unbedingt nochmal dahin. Aber hey, wenn ihr mobil seid, schaut da vorbei. Und Bubble Tea auch hinter den Mauern. Auch da. Stabiler Bubble Tea, aber ich fahre jetzt nicht extra da raus hinter die Mauern für diesen Bubble Tea. Die haben da draußen ihr Monopol. Würde ich da draußen wohnen, ich würde dort hingehen. Der ist gut genug, dass ich da regelmäßig dann trinken würde, wenn ich dort wohnen würde. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zweckkanal. Ciao.